Ja, Leute, willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur. Wir müssen Konova töten und Julia retten und ich habe gesehen, hier ist noch irgendwo was, was wir plündern können. Ach, der Wagen. Der Wagen, hallo? Gut. Mats. Da ist noch ein Trüchen. Der Lüchen. Schneller. Kommen schon gleich Gegnatz um die Ecke. Oh, eine Truhe zum Bannen. F5. Und auch noch schwer. Oh, Junge. Yes. Einfach wüst rumklicken für einen grünen Schild. Was ist das für ein Podest? Kommt da etwa noch eine Quest? Mit diesem tollen Steinpodest? Da müssen wir was finden. Und an diesen Felsen binden. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann binden sie noch heute. So, fertig. Ja, ist ja gut. Ich will nur zum Feld saufen. Großes Feuerschutzfutter. So, das andere ist hier oben, vermute ich mal. Müssen wir aufpassen. Ich sneak schon mal. Ah, wir werden von hier gar nicht rankommen. Denn das ist nicht alles oben. Sondern alles unten. Gut. Die, wenn die stehen bleiben, kriegen wir die lässig. Die anderen zeigt mir das Spiel leider nicht. Heißt, da können wir erstmal nichts machen weiter. Okay. Da läuft ein Bär rum. Ich bekomme seine Kleider. Einen aufs Maul gibt's. Seid ihr denn für Lappen? Um Himmels Willen. Um Himmels Willen, wer hat euch denn geschickt? Skarabäensalz. Fürs Frühstücksei. Wo ist denn der Bär hin? Da hinten. Der soll hier ruhig ein bisschen rumtieren. Es sind doch nicht hoffentlich alles Bären. Dann ist das hier aber ganz schön Bären. Kann man verseucht sagen? Sneak, sneak. Da steht eine Wache. Da stehen zwei Wachen. Bär. Ich habe halt Schiss. Was heißt Schiss? Es würde uns auch nicht viel passieren, aber ich würde halt gern ein bisschen durch das Lager durchsneaken. Von daher möchte ich halt nicht, wenn die mich entdecken, dass plötzlich das ganze Lager auf uns loshetzt. Das wäre irgendwie auch uncool. Von daher gucken wir doch mal. Einfach weit genug weg. Dann sollte uns hier erstmal nichts passieren. Warum? Wer bist denn du? Warum stehst du mit dem Gesicht zur Wand? Ach, verdammt. Ja, komm, geh weg. Da hat er mich an. Ich glaub, es geht los. Mehr freie Mai...
Freie Mannarmbänder, mehr Kohle für uns. So, hier ist jetzt noch irgendwo ein Baumstamm oder irgendwas. Ein Schatzsack. Der war aber nicht gemeint. Ach, da. Wurzel of Doom. Ich glaube, ich muss noch weiter nach rechts. Jo. Oh, Dolche, die scheiße sind. Naja, sie machen in Summe erstmal weniger Schaden. Haben wir mehr Körper- und Durchbohrungsschaden, aber 10% Goldbeute, Schaden gegen schwer verwundete Ziele, sorry. Wir nehmen sie, aber im Endeffekt sind sie doch kacke. So, jetzt will ich aber, bevor wir hier vielleicht ins Lager reingehen, will ich erst nochmal schauen, ob es vielleicht noch einen anderen Eingang gibt. Ja, da hinten kommen wir zum Beispiel auch noch rein, siehst du? Siehst du wohl. Und da ist auch noch ein Stein. Hä? Ich habe etwas für euch. Gut. Hey. Was? 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 Kavaliers Großschwert. Da hat mal eben so ein Schurke ein dickes Großschwert in der Hosentasche. Wahrscheinlich. Bär. Ja, was denn? Mir macht der reine Raffinesse-Schurke echt Spaß. So. In langer Nacht brachten die Brüder Krieg übers Land, bis der Herr des Leids, der Ritter der Trauer, erhob sich mit Stahl in der Hand. Aufstieg Akatas Hammer, fiel nieder, wieder und wieder. Er raubte den Thron von Kandrian. Er raubte den Thron von Kandrian. Ich habe mich jetzt gerade kurzfristig, ganz spontan dazu entschieden, doch erstmal hier unten den Süden noch fertig zu erkunden, weil das sah gerade aus, als sei es nicht mehr allzu viel. Und sieht auch immer noch so aus. Wow. Speicherpunkt. Kommen hier gleich wieder Dings. Freie Männer oder Niskaru. Man weiß es nicht. Hui. Der ist gerade mega schnell abgebrochen. So, also selbst für Verhältnisse eines schwer zu knackenden Schlosses. Niskaru? Niskaru! Ab auf die Feinklingen! 10% mehr Schaden gegen Niskaru. Aber scheiß Schaden mit den Klingen. Aufhören! Ey, au! Komm mal immer mehr! Mann, da habe ich ja gerade in dem Moment den Schild runtergenommen, wo du mich noch getroffen hast. Gut. Schaden war aber okay, den wir gemacht haben. Also, wenn ich dran denke und... Ah, das sind doch Niskaru, oder? Ja, Niskaru Blutjäger, alles klar. Nicht, dass ich hier die dicken 10% Schadensboost gegen Niskaru auspacke, obwohl es gar keine Niskaru sind. Das wäre ja voll peinlich. Sowas wird mir nie passieren. Als echter Profi. So. 10 Minütchen haben wir noch. Da können wir ja das Lager doch noch säubern, nenne ich es mal.
Dazu gehen wir sneaky sneak sneak. Möchte erstmal rund um das Lager aufräumen. Da hinten steht ein fetter Ettin, Jotun, keine Ahnung, eins von beiden. Oh mein Gott, er glitscht rum. Jetzt liegt er plötzlich da hinten. Ich würde den anderen gern mal kurz sehen. Oh Gott. Der steht da. Da kommen wir aber. Sneaky von hinten ran, oder? Ja, lässig. So. Bitte schlafen Sie ruhig. Eichenstab. Huch, warum wäre ich denn plötzlich so schnell? Optische Täuschung, weil wir bergauf geschlichen sind. Hallo. Außerordentliche Rüstung. Die ist außerordentlich nicht so gut. Wobei 20% Rüstung schon krass sind, aber ich behalte lieber mal die 10% Körperschaden, weil wir sind immer noch ein Schurke. Wir sollten schon ein bisschen mehr auf Schaden skillen und nicht alles vollstopfen mit Rüstung. Schließlich, wie gesagt, sind wir kein Krieger, sondern ein Schurke. F5. Hat das Lager einen Namen? Nö. So, dann gucken wir doch mal. Warum steht der Wolfi plötzlich so rum? Der stand letztes Mal andersrum. Das ist schlecht. Jetzt steht er wieder andersrum. Nein! Mann! Leeren wir seine Taschen. Mann! Ihr werdet alle bezahlen dafür, dass der Mausbutton für eine Millisekunde nicht da war und ich dann geklickt habe. Ihr werdet dafür alle bezahlen. Alles wieder gut. Oh, guck mal, den Bogen haben wir super platziert. Wieder mal ein einfacher Heiltrank. Und hier hinten gibt's was zum Öffnen. Wow, ein großer Zornesschlitzer. Was macht denn der noch gleich? Ich meine, erhöht den Blutungsschadenangriffe. Nutzen. Brutzeln wir uns noch mal einen rein. Ob ich sie nun verkaufe oder schnell mal hier und da einen einschmeiße. Ist ja im Endeffekt gerade egal. Der schläft, wie kann er uns sehen? Der alte Spaten. Ach, Manno. Ach, weil es der Boss ist. Hätte ich vielleicht doch erstmal alle anderen probieren sollen. Wow. Ey, mein Schild. Ey, aua. Du machst so viel Schaden wie meine Omi. Schülerskapuze. Weichkrabbelablagerung. Lecker.
Gib mal her den Krempel. Was ist das hier generell schon wieder? Dann können wir nämlich jetzt einmal noch hier unten durchs Lager durchfegen. Und kommen dann quasi oben wieder raus. Ah, da hinten ist offensichtlich Julia drin. Machst du da Pipi hin? Irgendwo steht einer mit dem Gesicht zu mir. Oder? Ja, links, da. Der guckt aber nach da hinten. Also wenn ich so gehe, sollte mich eigentlich... Warum kann ich sie nicht... Was? Zur Hölle! Geh weg. Mann, ich hasse es. Der sitzt hier auf dem Stein und deswegen kann ich sie nicht anvisieren, wenn ich unsichtbar, wenn ich in der Verstohlenheit bin. Was ist das denn für eine Scheiße? Ich sollte hier auch ausweichen und nicht blocken. Und warum hauen die alle in einem Rhythmus zu? Alter, wenn Gegner irgendwie vergiftet sind, ist unser Schaden echt heftig. Toll. Mann, die standen alle so gut. Und nur weil die Alte auf dem Stein sitzt, das ärgert mich sowas. Das ist unnötig. Das ist einfach komplett unnötig. Oh, die sitzt auf einem Stein. Die kann ich leider nicht von hinten attackieren. Das ist vollkommen unmöglich. Das geht nicht. Das ist nämlich illegal. Da ist eine Schmiede. So, jetzt steht da oben noch irgend so ein Hansel. Der kann mich jetzt gerade mal kreuzweise. Halala. So, immer erstmal den weißen Krempel zerlegen, weil da bin ich mir hundertprozentig sicher, habe ich auch schon mal gesagt, dass der schlechter ist als das, was wir haben. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. So, dann nehmen wir noch den Felshaufen mit. Und dann würde ich sagen, looten wir dich noch. Und retten in der nächsten Folge die Julia. Julia, da Romeo kommt. Aber erst muss er noch looten. Prioritäten setzen. Weißt du Bescheid? Für einen Mana-Regenerationstrank, da kann man schon mal seine Julia in so einer Höhle sitzen lassen, in so einer alten. Gut, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.